Auch als Allergiker wird diese Impfung empfohlen. Die Allergien, die sonst entstanden sind, ähm, sind ja vor allem auf die Eiweißstoffe in den Impfungen. Die mRNA-Impfstoffe haben diese Eiweißstoffe, nicht so dass sie gerade für die Allergiker empfohlen werden, die auf zum Beispiel Fischeiweiß ähm, reagieren, was früher oft ein Ausschluss für bestimmte Impfungen war. Bei den mRNA-Impfstoffen ist nichts zu erwarten.